Der nächste Teil 360 Grad. Ja, wir gehen hier an der Strandpromenade sozusagen Richtung Anexo Dos in Playa de Ingles. Für die einen ist es der Weg am Strand, für die anderen ist es der Weg hier auf der Promenade. Ich weiß aus den Kommentaren, viele wollen wissen, die gerade neu sind, wie weit ist es von A nach B. Ich werde also in der Zukunft jetzt auch ein paar Videos nochmal machen von A nach B und dann könnt ihr euch anhand von diesen Wegbeschreibungen orientieren, was man machen kann. Ob man da laufen kann, ob man da fahren muss, ob es gut ist für die Fahrräder oder als Fahrradfahrer, sagen wir so. Gestern hatte ich auch hier Gäste aus dieser Anlage hier, Arcoiris. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich noch mal Richtung Strand gehe, fahre. Aber das machen wir morgen. Morgen ist der Tag für den Anexo Dos. Und deswegen machen wir heute lieber ein bisschen laufen. Ja, hier sind wir beim Café Mozart 2. Hier ist wieder gute Musik, stimmungsvolle Musik. Saxophon höre ich raus und Gesang. Also hier kann man sich auch immer ein bisschen entspannen, abschalten, Musik live. Dann ist da der Frühschoppen. Und ja, sehr beliebt bei den Langzeiturlaubern, bei den Überwinterern selbstverständlich. Und wenn wir schon hier sind, dann schauen wir noch mal ein bisschen in den Garten vom Santa Monica. Ja, und das wahnsinnige Panorama hier, die Dünen von Maspalomas. Ja, der Stadtstrand Anexo Dos. Auch viel geredet, was sollte man machen, diese Buden hier oder diese Lokale. Die sind ja, da gibt es Bilder davon, wie die entstanden sind, ich 40 Jahre alt mindestens. Und ja, man kann selbstverständlich alles neu, alles schöner machen, aber irgendwie ist es auch bei den Gästen doch beliebt. Thank you.
Man kommt hier von der Straße auch sehr, sehr bequem über die Treppen hier. Aber eben über Treppen nach unten. Ja, Alcoiris hier mit den Buchungsmöglichkeiten, Schau ins Land zum Beispiel. Hier geht der Weg direkt nach unten. Ich schaue gerade, ob ich jetzt nur Treppen habe oder ob es auch eine Rampe gibt. Das kann ich euch nicht sagen. Ich werde es mal, ja, anschauen. Aber wenn es eine Rampe gibt, dann kann ich mit dem Fahrrad da auch runterfahren. Schieben. Ja, hier das erste Stück ja, aber dann gibt es nur die Treppen. Also mit Zitronen gehandelt. So, hier die Anlage Santa Ana. Da kann man von unten bzw. von oben den Zutritt haben. Unten ist der Parkplatz mit dem Pool und hier oben ist der Zugang, aber auch über Treppen. So, Alcoiris 7 hier auf der Seite. Und dann sind wir schon wieder am Parkplatz. Für Gäste, die gerne auswärts frühstücken möchten, könnt ihr hier tun, im Casas Pepe. Da könnt ihr auch frühstücken. So, jetzt kommt noch ein bisschen stärkerer Wind auf. Und ich mache jetzt mal hier wieder weiter mit der anderen Kamera. Mit der DJI Action 4.